Ich bin der Flamur Schalemmer, der 25. Oktober 2021. Montag. Thema Bruchrechnung. Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Jetzt habe ich da gesehen, es gibt da eine Methode, eine einfache Methode anscheinend, um eine Strecke zu halbieren. Ich kann es aber nicht erklären. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Ich zeige es jetzt gleich einmal. Vielleicht sehe ich das gerade in dem Zug, und wenn ich es nicht sehe, zum späteren Zeitpunkt dann aber sehe, dann würde ich auf das zurückkommen. Also wir haben hier zwei Punkte. Um die beiden Punkte zu halbieren, nehmen wir noch einen weiteren Punkt, einen Hilfspunkt anscheinend. Verbindet man da den einen Punkt damit. Wir halbieren den Punkt. Wir wissen, wie das geht. Mit dem Zirkel geht man leicht über die Mitte hinein, und dann kann man da mit der gleichen Distanz jeweils aus beiden Seiten vielleicht ein bisschen weniger als einen Viertelkreis ziehen, um das zu halbieren. Wenn man das halbiert, dann verbinden wir da den anderen Endpunkt mit dem, mit der halbierten, mit dem halb, also mit der mit dem Punkt auf der halben Strecke. Dann wird hier einer wieder halbiert. Und zwar, also halbiert bedeutet, man nimmt hier die beiden Punkte und verbindet sie miteinander. Hier haben wir genau die Mitte. Wenn man das jetzt da halbiert, nochmal halbiert, dann nehmen wir da den oberen Punkt und da die Hälfte, und dann zeichnen wir da einen Gerade. Und anscheinend haben wir dann da schon ein Drittel. Jetzt wird da erklärt, dass man dann der Punkt hier, also die zweite halbieren, also die zweite Halbdistanz da mit dem meinte Punkt verbunden wird, auch wieder halbieren, sodass wir da eine Mitte haben. Wenn wir da wieder Mitte sind, dann zeichnen wir da von da aus nochmal so eine. So einen Punkt, einen Gerade, und dann haben wir das drittelt. Jetzt sehe ich, was die Begründung ist eigentlich. Ich wollte nur noch, bevor ich in die Begründung hineingehe, noch kurz aufzeigen, was wir eigentlich da von da aus machen können. Ich kann hier den Zirkel nehmen, hier ansetzen, also hier ansetzen, die Distanz hier nehmen und hier so übertragen. Und dann haben wir das auch drittelt. Das geht eigentlich noch schneller. Wenn wir wissen, es müssen drei gleich lange Distanzen sein. Oder wir halbieren einfach die zwei Strecken. Und dann ist man da angelangt. Weil wir haben ja hier ein Drittel von der Strecke, hier haben wir zwei Drittel von der Strecke. Und wenn wir die halbieren, dann haben wir hier ein Drittel und hier ein Drittel. Wenn man es aber so macht, dann kann man vielleicht nicht mehr nachvollziehen, wie man auf das gekommen ist. Oder was die Begründung ist. Und jetzt zurück zur Begründung. Wir nehmen hier also, angenommen wir haben hier den Punkt 1 und hier den Punkt 2. Dann nehmen wir hier die zweithalbierende oder zweithalbierende Punkt, oder? Und dann halbiert man die Strecke hier nochmal. Und wenn man die halbiert hat und hier die beiden Punkte miteinander verbindet, dann kommen wir hier hin. Was wir jetzt hier nicht rausgesehen, ist Folgendes. Die zwei Linien sind parallel. Würden wir die Strecke hier noch weiterziehen, also noch verlängern, so können wir hier nochmal so eine Parallele zeichnen. Und was wir nachher hier haben, ist der Strahlensatz. Wir haben, jetzt haben wir das sozusagen wie
Wir haben drei parallele Linien mit der gleichen Distanz. Und nutzen die drei parallele Linien, um die Strecke von P1 zu P2 zu dritteln. Wir wissen von der Strahlensatz her, dass das Verhältnis immer gleich bleibt. Ich denke, das ist die Begründung da. Gut. Also jetzt haben wir das mal mit dem gezeichnet. Jetzt können wir das hier oben rein noch und hier oben dran übertragen. Heißt also, wir können wir würden umgekehrt das so machen, wir würden eine Distanz nehmen, 1, 2, 3, wir nehmen dann eine Distanz und dann wie wir sie können verlängern sie da. Wir da, dann geht das hier da weiter, dann kann man da wieder weiter machen. Man kann zum Beispiel diese Distanz da nehmen. Man kann sie unten durchzeichnen, das spielt weniger eine Rolle. Dann haben wir da eine, die dritte. Dann haben wir da eine 3 gerade Linie und dann kann man da eine, jeweils einen 90 Grad Winkel erstellen. Wie macht man das? Wir setzen hier an und hier einen an jeweils und dann zeichnen wir da über die Mitte, hier einen 90 Grad Winkel, hier einen auch nochmal. Und bei den 90 Grad Winkel, dann haben wir das paar Grad, also mehrere gerade Linien. Dann wählt man hier unten zum Beispiel einen Punkt aus und kann dann zum Beispiel mit einer geraden Linie haben wir eigentlich eine parallele Linie, aber wir können auch das zum Beispiel so zeichnen. Und das sind die Distanz jeweils immer ein Drittel, also das ist nicht mehr gleich lang. Das sagt eigentlich unter anderem einer von der mehrere Strahlensätze, stimmt das? Strahlensatz. Doch, es sind mehrere Strahlensätze, das stimmt schon. Und eines davon ist eben, dass parallele Linien also dass wenn ein Gerade von zwei parallelen Linien geschnitten wird, dass die jeweils die gleiche Distanz haben. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe, ich müsste nochmal zurückspulen, aber die Aussage ist eigentlich die, wenn wir eine gerade Linie haben und egal wie wir die gerade Linie zeichnen, ja, und da 3, 2 parallele Linien zeichnen, oder 3, dass das da jeweils die gleichen Distanzen sind. Gilt auch hier einer. Da ist es genau gleich auch. Das sind immer die gleichen Distanzen. Jetzt stellen wir uns vor, wir hätten das hier oben in der Grafik entsprechend ausgeführt.
so dass wir dann genau herausfinden, wo ein Drittel ungefähr ist. Und jetzt zeichne ich das hier noch oben ein und dann können wir noch da weiterrechnen. Jetzt haben wir hier oben ein Zweitel, ein Viertel und jetzt zeichnen wir noch ein Drittel. Wo ist ein Drittel? Ist das... Das muss eher hier einer sein. Ich versuche es mal von Hand, vielleicht gelingt es mir auch von Hand, dass... gut, oder rauszufinden. Und zwar machen wir das so, dass wir da... Ich sage dir halt, der Mittelpunkt ist ungefähr da. Dann verbinden wir das hier so und suchen da noch den Mittelpunkt ungefähr da. Dann gerade die Linie zeichnen und kommen hier rein. Das ist ein Drittel. Das ist der erste Drittel. Dann verbinden wir hier nochmal. Zwischen dem Punkt. Also wir zeichnen hier eine gerade Linie. Wir suchen hier nochmal die Mitte. Und ab jetzt muss ich mir überlegen, wie wir das vorher gemacht haben. Ah, das ist dann da natürlich eine parallele Linie. 0,625 haben wir dort oben noch eingetragen. Jetzt muss das hier also rechts davon reinkommen. Dann sind wir da oben 0, das ist ein Drittel. Ich zeichne das etwas weiter unten ein, zum Zeigen. Also zum, wie gesagt, umso weiter weg von dieser geraden Linie zwischen 0 und 1, umso kleiner sind die Abschnitte. Da haben wir 2/3. Jetzt können wir die Hilfslinie hier entfernen. Und das ist relativ genau. Also freihändig genau. Sagen wir es so. Jetzt haben wir hier also Abschnitte. Die Distanzen von 0,3333 unendlich. Jetzt haben wir es falsch eingezeichnet. Da, das ist da 0,33 unendlich. Und das ist ein Drittel die Distanz. Da haben wir nochmal die Distanz, 1/3. Also das ist dann 2/3 und das ist dann 0,6 unendlich. Und jetzt zu dem Punkt kommen wir gerade noch. Und dann haben wir hier noch ein Drittel. Jetzt ist es so, wenn wir 0,3 unendlich haben, dann schreiben wir jeweils 0,3 unendlich auf. Wenn wir 0,6 haben, dann gibt es zwei Sachen. Also 0,6 unendlich schreiben wir so. Wir können das versuchen auszuschreiben, 0,33 und dann mehrere Punkte. Wir können 0,66 hinschreiben, mehrere Punkte. Wenn wir es dann aber runden, dann müssen wir aufpassen, dann sind wir hier bei 0,3 gerundet. Oder 0,33 gerundet. Weil dann schauen wir hier noch die nächste Zahl an. Was ist hier noch die nächste Zahl? Das ist ein 3. Das heisst, unterhalb vom 5. Darum bleibt die Zahl da vorne, unten beim 3. Da, das sehen wir, das bleibt unten beim 3. Wenn man aber 0,66 und dann weiter rundet, dann entsteht 0,67. Warum? Weil hier die dritte Stelle, da ist wieder ein 6. Und 6 ist 5 und drauf. Also 6, das ist 5 und drauf. Und darum wird das da vorne 7. Einfach, dass wir das... Also das sind jeweils die Äquivalente, also die gleichen, aber halt... Aber nicht ganz gleich, sondern im übertragenen gleichen Ausdrucksweise. So schreibt man dann das hin und dann hat man eigentlich... Ich denke, mit dem haben wir das Thema jetzt auch noch angeschaut. Was man da vielleicht noch anschauen können, ist 4/3. Was bedeutet das 4/3? Wie rechnen wir das aus? Vier
Drittel, das ist eigentlich 3 plus 1 geteilt durch 3. Das kann man dann aufteilen in 3 geteilt durch 3 plus 1 Drittel. 3 geteilt durch 3 ist 1, plus 1 Drittel, das ist 0,33 unendlich. Also haben wir da 1,3. So sieht das aus. Wir können da 5 Drittel nehmen, oder wir können da zum Beispiel nehmen wir 29 Drittel. Was ist 29 Drittel? Das sehen wir jetzt auch gerade. 29 Drittel. Wir wissen, 27 ist eine Dreierzahl, also können wir hier schreiben 27 plus 2 Drittel. Das ist 27 Drittel plus 2 Drittel. 27, das ist 9 mal 3, geteilt auf 3, 3 und 3 fällt weg, plus 2 Drittel. Und dann nehmen wir 9 plus 2 Drittel. Nicht zu verwechseln mit 9 mal 2 Drittel. Das ist nicht das gleiche wie 9 mal 2 Drittel. Wir finden zwar die Schreibweise 9, 2 Drittel, aber gemeint ist 9 plus 2 Drittel. So wie ich das in Erinnerung habe. Einfach vergessen, dass man entweder schreibt man ein Plus ein oder man schreibt ein Mal ein. Das ist ein Unterschied. 9 plus 2 Drittel, das ist 9,6 unendlich. Oder 9,67 gerundet. Wenn 7 eingeschrieben wird, dann darf man da keinen Balken mehr hinstellen. Oder wir könnten auch folgendermaßen das ausrechnen. Wir können uns sagen, 29 Drittel, das ist doch nichts anderes als 30 minus 1 Drittel. Und das ist 30 Drittel minus 1 Drittel. Das ist 10 minus 1 Drittel. Und 10 minus 1 Drittel, das ist 9,67. Beziehungsweise, das ist 10 minus 1 Drittel, das ist 9, 2 Drittel. 9 plus 2 Drittel. Gut.